Heute bin ich im Planetarium Bochum und nicht alleine. Unter anderem habe ich jetzt die Susanne Hüttemeister bei mir. Hallo. Die Chefin vom Planetarium, ist das richtig? Das ist, ich kann und will es nicht leugnen. Ja. Das ist richtig. Weil wir die Show zu den Sternen hier hoffentlich bald als Premiere feiern können. Wir wissen jetzt noch nicht genau wann. Das ist so. Das hängt von den pandemischen Zuständen ab, die nicht in unserer Macht sind. Ja, jetzt haben wir den 21. Dezember und hoffen, dass wir im Januar starten können. Bevor wir über die Show reden, vielleicht kannst du noch einiges über das Planetarium selber erzählen, weil ich glaube, dass es doch ein ziemlich großes Planetarium unter anderem ist, ne? Das Bochumer Planetarium ist eines der 9 sogenannten Großplanetarien in Deutschland. Das sind alle die, die eine Kuppel von einem Durchmesser so um die 20 Meter haben. Bisschen weniger, bisschen mehr. Bei uns ist es tatsächlich genau 20 Meter und die mehr als 200 Plätze haben. Bei uns sind es 250, 251, um ganz genau zu sein. Und im letzten pandemiefreien Jahr hatten wir gut über 300.000 Besucher. Und das ist natürlich auch in Deutschland und in Europa sogar ganz vorne mit dabei. In Deutschland ist es so, die Nummer 2 bis 1 kommt immer drauf an, was unsere, ja, netten, sind ja alles Kollegen, aber freundlichen Kollegen aus Hamburg machen. Ja. Aber auch in Europa gibt es nicht viele Planetarien, die wesentlich mehr Besucher haben als wir. Vor allem die meisten, glaube ich, sind auch wesentlich kleiner, ne? Ja, die meisten sind kleiner. Also Großplanetarium ist wirklich definiert durch diese 20-Meter-Kuppel. Es gibt in Japan irgendwie eins mit 30 Metern und in China noch was Größeres. Aber eigentlich ist das der Standard für ein großes Planetarium. Und dann gibt es natürlich ganz kleine, die praktisch Schulplanetarien sind, die so 30 bis 50 Leute eine Schulklasse unterbringen. Und es gibt Mittelplanetarien mit so um die 100 Plätzen. Und dann eben in Deutschland diese 9 großen. Ja. Und ja, da sind wir doch ganz unbescheiden sehr vorne mit dabei. Ich muss sagen, das macht auch Eindruck, wenn man das sich auf dieser großen Kuppel anguckt. Das ist doch noch was anderes, wenn man das in einem kleinen Planetarium sich anguckt. Kleine Planetarien sind zwar auch schön, da bin ich immer wieder beeindruckt, wie klein die Kuppel ist und wie gut das Bild dann wirkt. Aber durch den kleinen Raum wirkt der Ton auch anders. Und ich denke, es macht schon was her, wenn man jetzt in einem kleineren Planetarium war, sich mal Bochum dann zu geben. Das sehe ich natürlich auch so. Die Illusion, im freien Weltraum zu sein oder in einer Welt der Fantasie, dass die Kuppel sich wirklich auflöst, ist im großen Planetarium noch überzeugender als im kleinen. Das liegt auch daran, dass die Kuppel einfach deutlich weiter weg ist und ich deswegen noch mehr das Gefühl habe, in einem offenen Raum zu sein und es vielleicht auch leichter habe, einfach von der Kuppelgeometrie her, dass ich die Kuppel für den Besucher auflöst und er manchmal gar nicht mehr weiß und vergisst, dass er überhaupt unter einer Kuppel sitzt. Ja, wie lange gibt es denn eigentlich das Planetarium jetzt hier schon? Das Planetarium ist ein Kind der 60er, also wurde 1964 eröffnet und ist entstanden ungefähr gleichzeitig mit der Ruhr-Universität. Das heißt, das war so eine Aufbruchstimmung mit. Es war schon langsam absehbar, dass es im Ruhrgebiet mit Kohle nicht mehr so lange weitergehen würde. Das erste Zechensterben hatte entweder schon stattgefunden oder kündigte sich an. Das heißt, Ruhrgebiet wendete sich mehr und mehr Bildung und Kultur zu, was eben auch mit der Gründung der Ruhr-Uni wirklich zeitgleich verbunden war. Und dann entstand auch durch die Stadt Bochum eins der großen Planetarien. Eins von 2 großen Planetarien in ganz Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und jetzt sehen wir diesen Sternprojektor, ist das eigentlich noch der Original-Sternprojektor? Nein, ist er nicht mehr. Es ist allerdings tatsächlich auch erst der 2. Der ursprüngliche ist draußen vor der Tür ausgestellt und der hat so eine klassische, naja, man nennt ihn manchmal unfreundlichen Knochen. So eine Form, wirklich ein bisschen wie ein Hundeknochen, wie eine Hantel. Und der war rein mechanisch. Der war bis 2000 hier in der Kuppel. Ich habe ihn in meiner Tätigkeit auch nur noch als Ausstellungsstück vor der Tür gesehen.
Aber seitdem haben wir dann diesen, von dem eigentlich inzwischen auch nur noch die Optik, die natürlich nicht schlecht wird und die ganz, ganz toll bleibt, und das Gestell und die Kugel selbst original ist, die kriegt praktisch jedes Jahr neue Software. Inzwischen sind auch, das ist Glasfasertechnik, inzwischen sind, glaube ich, auch alle Glasfasern mal getauscht worden. Elektronik natürlich komplett neu, seit ganz kurzer Zeit LED-Beleuchtungseinheit. Also auch das Innenleben ist inzwischen so oft modernisiert worden, dass man schon sagen kann, der ist state of the art, und wird in der Tat auch noch ganz genauso hergestellt. Also es gibt, obwohl er 20 Jahre alt ist, keinen moderneren, weil wir natürlich auch immer alle innovativen Techniken mitgemacht haben. Ja, und bei innovativ, da sind wir jetzt nicht nur bei dem Projektor, sondern auch bei diesen ganzen Projektoren, die man in den Löchern sehen kann. Das Lustige ist ja, dass es, glaube ich, bis vor 12 Jahren, oder seitdem diese zweite Technologie eingeführt wurde, wenn man etwas anderes zeigen wollte als die Stelle, dann gab es dann Dias, ne? Genau, bis vor 10 Jahren sogar oder 11, hatte, wenn das Planetarium ein typisches Geräusch hatte, das damit verbunden war, war das so ein charakteristisches Rattern von Karussellprojektoren. Dadurch war man aber natürlich unglaublich limitiert. Wir hatten dann noch 3 Videoprojektoren dazu, die aber nicht die ganze Kuppel abgedeckt haben. Aber man war in der Anzahl von Bildern, die man zeigen konnte. Wir konnten schon Bild auf die ganze Kuppel. Also diese Diaprojektoren hatten Überblendung und konnten sogenannte All-Skies, also Bilder, die die ganze Kuppel ausfüllten, auch schon machen. Aber natürlich nur so viele, wie ins Karussell passten. Ja. Und wir haben auch damals schon 10, 20 unterschiedliche Shows gezeigt und dann ging es immer darum, ja, aber wir brauchen jetzt Dia-Plätze, für die Show gibt's aber nur 5, dann kann ich also in der Show nur 5 All-Skies machen oder ich muss die Grenze wechseln. Das waren, ich glaube, über 60 Dia-Projektoren, da musste ich 60 Mal auf die Leiter, um die Grenze zu wechseln. Da gab es keine guten Zeiten. Mittwochsgrenze und Wochenendgrenze, die dann immer ausgetauscht wurden, dann blieben sie hängen. Also wir waren heilfroh, das letzte von diesen Diaprojektoren gesehen zu haben, vor mehr als 10 Jahren. Dazu kam dann auch noch, dass natürlich die Möglichkeiten, Diafilme zu belichten und zu digitalisieren, langsam auch dem Ende zuging. Nein, heute hat jedes Planetarium, auch jedes kleine Planetarium, ich glaube, es gibt fast kein anderes mehr, diese sogenannte Full-Dome-Videotechnik, wo hinter diesen inzwischen 11 Löchern Videobeamer stehen, die ganz besonders, in unserem Fall, ganz besonders kontrastreich sind. Nicht besonders hell, das will ich gar nicht. Ich will nicht die Helligkeit einer Kinoprojektion erreichen. Und zwar deswegen, weil es ja auch noch den Sternenprojektor gibt. Ja. Und der Sternenprojektor, der Starball, wie wir ihn jetzt nennen, der macht natürlich einen fantastischen Sternenhimmel vor absolut dunklem Hintergrund. Also die dunkelste, mondloseste Nacht, die man sich so vorstellen kann, wo die Sterne leuchten und wo die Augen, damit man das richtig sehen kann, so dunkel adaptiert sein müssen, wie es überhaupt nur geht. Das heißt, dass wirklich beides gleichzeitig läuft, nämlich genau diese Projektoren. Und dann haben wir noch den Sternenprojektor. Ja. Und ist das richtig, dass der Name von diesen Projektoren Black Velvet ist? Genau, der ist Velvet samt schwarz, weil er eben den Hintergrund überhaupt nicht aufhält. Und wenn ich dann aber meine Augen so adaptiert habe, dass ich eine 5 Minuten eine Sternenhimmelszene hatte, unter der Milchstraße gesessen habe, dann will ich ja nicht jetzt mit der digitalen Technik so hell werden wie mit dem hellsten Kinoprojektor, den ich mir vorstellen kann. Dann schreien was ist das hell? Und meine Adaption ist weg, sodass ich bei der nächsten Sternenhimmelszene erstmal nichts mehr sehe. Deswegen ist das so ein Balanceakt zwischen guten Farben, die ich natürlich noch haben will, ausreichender Helligkeit für gute Farben, aber nicht zu hell, damit der Sternenhimmel auch noch schön ist. Und ich glaube, das haben wir jetzt
gut getroffen, denn unsere Show Zu den Sternen ist natürlich eine Eröffnungsshow. Und Eröffnungsshow, das deutet dann schon darauf hin, dass man was eröffnet. Und das, was wir eröffnen, ist tatsächlich Umgestaltung der Kuppel. Wir haben, war vielleicht im Corona-Jahr jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt, wussten wir aber vorher nicht, 5 Monate ungefähr seit August umgebaut und haben die Projektoren erneuert. Und auch die wunderbaren Stühle und der neue Teppich und alles das, was man in der Kuppel sieht, ist auch neu. Und hinter den Kulissen ist auch die Stromversorgung, die aus dem Jahr, also die Hauptstromversorgung, die tatsächlich aus dem Jahre 1964 war, auch erneuert worden. Ah. Und Brandschutz und was alles so dazugehört. Und die ganzen Podeste, ich hatte noch Videos gesehen. Die ganzen Podeste auch, klar. Alles plan war, das war eine gerade Fläche. Und diese ganzen Podeste, die waren ja gar nicht mehr da. Das war ja jetzt wirklich nicht nur die Sitze, das ist ja alles hier drin gewesen. Ja, die Podeste sind auch erneuert worden. Wir haben die Ausrichtung der Stühle ein bisschen geändert, sodass man etwas mehr als vorher in den Raum reinguckt. Das ist schöner. Hm. Wir haben also über 10 Jahre da durchaus was gelernt, auch so im Betrieb mit den Besuchern, um möglichst vielen, möglichst allen Besuchern eine besonders gute Sicht zu erlauben. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und dadurch war es dann nötig, die Podeste auch zu erneuern, weil sie jetzt etwas anders stehen. Es sind auch ein paar mehr Stühle auf den Stufen, sodass die Leute etwas höher sitzen als vorher, die meisten, was gut ist. Die Stühle kann man, haben 4 unterschiedliche Stufen, das heißt, des Zurückklappens. Das heißt, ich setze mich und kann vorne ganz weit zurück und hinten muss ich ja nicht so weit, weniger weit zurück. Das heißt, individuell haben wir uns bei jedem Platz schon ausgedacht, wie der am besten gestaltet sein sollte für die Sicht. Ja, und das hat uns die letzten, seit August 5 Monate beschäftigt. Und das ganz Wesentliche war natürlich die Erneuerung dieser Videoprojektoren, die aus den Löchern rausgucken. Früher waren es 8, jetzt sind es 11. Das heißt, das bringt uns natürlich auch mehr Pixel auf der Kuppel. Wir waren bei knapp unter 4K und sind jetzt bei gut 6K. Also das ist schon, ziemlich ordentlich oder sogar sehr ordentlich und doppelt so viele Pixel wie vorher mal so eben und sind auch das sind LED-Beleuchtungseinheiten jetzt, sind auch in der Farbigkeit und im Detailreichtum wirklich sehr begeistert. Wann immer das Virus uns lässt, würden wir es dann auch gerne dem Publikum zeigen, mit der Eröffnungsshow Zu den Sternen. Ja, da kommen wir mal zu der Show, weil die jetzt insofern gar nicht komplett neu ist. Das war ja eine bestehende Show. Es war eine bestehende Show, von der im Endeffekt jetzt nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Es ist eine Show, die wir insofern immer wieder brauchen, als diese Art von Show, auch wenn sie ja jetzt wirklich neu gemacht ist, dass sie unsere besondere Stärke ausspielt, ein Hybridplanetarium zu sein. Hybridplanetarium ist genau diese Kombination, Sternenprojektor, also richtig schöne, tolle Sternenhimmelszenen und kombiniert mit der digitalen Projektion. Und da wechseln wir ganz, ganz oft hin und her. Das war für dich, glaube ich, beim Komponieren auch gar nicht ganz so einfach, weil die größeren Szenen, wo der Sternenprojektor zum Einsatz kommt, das ist ja Echtzeit. Ja. Die hattest du im Bild gar nicht vorliegen. Da stand ja immer nur Sternenhimmel, Sternbilder und schwarz. Und und da wechseln wir sehr, 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 sehr häufig und das macht diese Show ganz besonders aus. Und da diese Hybridtechnik, das ist, was wir auch gerade, weil die Projektoren, die digitalen, so kontrastreich sind, so besonders gut können, ist es natürlich nötig, dass wir eine Show haben, die das ganz besonders ausspielt. Und ja, da hatten wir eine alte, die das getan hat. Und da haben wir gesagt, da brauchen wir jetzt zur Wiedereröffnung aber mal eine Neuauflage. Ja. Und da freuen wir uns, dass wir jetzt eine haben mit deiner Musik. Ja, mit neuer Musik, mit neuem Ton. Mit neuer Musik, mit neuem Ton und eigentlich auch praktisch durchweg mit neuem Bild. Also bei den Szenen im Bild. Neuer Projektor, 6K-Auflösung. Auch in der Dramaturgie erzählen wir manches anders. Es ist schon eine neue Show. Ja. Aber basierend auf dieser Idee, wir sind sehr sternenhimmelnah in der Show. Das kommt auch wirklich sehr stark zum Vorschein.
Neuer Ton heißt auch neuen Sprecher, den haben wir auch da. Genau. Und wir haben natürlich auch ein bisschen neuen Text. Ich glaube, manchmal ist der geändert worden, weil er sagt, wir hätten es gerne vom Ausdruck ein bisschen anders. Aber dadurch, dass die Show ja auch schon älter ist, wie alt ist die jetzt? 10, 15 Jahre? Ja, nee, das war eine, die diese Ursprungsshow war, ist entstanden so ein Jahr, nachdem wir auf die Fulham-Technik gewechselt haben. Also so 8, 9 Jahre waren das. Und da hat sich ja auch dann einiges geändert, glaube ich, noch, wo er sagt, ja, okay, ein paar Sachen stimmen so nicht mehr oder da müssen ein paar Informationen hinzu. Ich bin immer wieder überrascht, wie viel sich dann noch ändert an Erkenntnissen oder an Fakten, dass man, ich weiß nicht, dass man sagt, ja, damals wäre der Stern so und so groß, jetzt ist er weg. Oder ich weiß nicht, was es da noch gibt. So extrem zwar nicht, aber wir haben ein paar Schwerpunkte schon anders gelegt und zum Beispiel über das Schwarze Loch im galaktischen Zentrum, das vorkommt, ist jetzt einfach deutlich mehr bekannt. Und das hat sogar die Wissenschaftler, die das über Jahrzehnte tatsächlich erforscht haben, haben dieses Jahr 2020 dafür sogar den Nobelpreis gekriegt. Und da reisen wir hin mit sehr, sehr neuen Simulationen, wie das da aussieht in der Gegend vom Schwarzen Loch im galaktischen Zentrum, 25 Lichtjahre entfernt. Das ist ein Beispiel, wo man heute einfach Szenen machen kann, die vor einigen Jahren gar nicht möglich waren, weil man das, was man heute weiß, über Bewegungen von Sternen um dieses Schwarze Loch herum, im Herzen unserer Milchstraße als Beispiel, die Bewegungen waren da noch gar nicht so bekannt. Und deswegen, ja klar, es gibt auch immer wieder was zu aktualisieren, wobei man dann bedauerlicherweise natürlich an irgendeiner Stelle mal einen Strich machen muss und sagen muss, jetzt ist Redaktionsschluss. Ja. Noch aktuellere Sachen können wir jetzt nicht reinnehmen. Irgendwann muss man dem Komponisten auch Zeit lassen, zu wissen, wie das Bild aussieht für seine Komposition. Ja. Und den Text auch nicht nochmal wieder ändern. Weil ich glaube, bei irgendeiner Show haben wir das sogar noch sehr kurzfristig geändert, da kam, das war nur einmal, aber da kam, glaube ich, noch irgendeine Info rein, die geändert werden musste. Ja. Aber den ganzen Shows weiß ich gar nicht mehr, welche das gewesen ist, aber das war ja alles dann machbar. Ja. Ja, mit dem Sternenhimmel, jetzt war ich schon ein paar Mal hier und jetzt habe ich ja schon sehr oft gesehen, wie das hier aussieht und es ist immer wesentlich eindrucksvoller, als wenn ich das bei mir auf dem Bildschirm sehe, mit diesem Kreis. Es wirkt ganz anders. Und da muss ich mir diese Erinnerung einfach abrufen, wenn dann da steht Sternhimmel oder manchmal haben wir auch dieses Mischbild, dass wir hier am Anfang der Show haben wir die Skyline von Bochum. Genau. Und dann kommen ja noch irgendwann die Sterne. Dann kommt irgendwann der Satz vom Harry und richtig, da sind sie, die Sterne. Oder ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Und da müssen die natürlich auch kommen. Ich sehe sie dann zwar nicht bei mir, aber vom Gefühl, da sind sie dann da. Genau, das ist genau das. Die werden ja in Echtzeit vom Sternenprojektor gemacht und die muss man sich dann dazu denken. Und klar, alles, was wir digital produzieren, produzieren wir kreisförmig als sogenannte Dome Master. Und ich glaube, unsere Produzenten, für die ist das völlig selbstverständlich und für mich auch ziemlich. Wenn ich einen Dome Master sehe, sehe ich die Kuppel, weil wir das jeden Tag machen. Ja. Aber zunächst mal ein kreisförmiges Bild, dann direkt den Eindruck unter der Kuppel, wo ich ja dann keinerlei Verzerrungen mehr habe, dafür ist es ja kreisförmig, den dann sofort zu sehen, da braucht man echt richtig Erfahrung. Und das ist nicht so leicht, dann daraus abzuleiten, wie die Szene wirklich aussieht. Ja. Das ist echt eine Herausforderung. Super, dann bin ich mal gleich gespannt, wie das hier aussieht und klingt und wirkt, wenn wir uns das zum ersten Mal angucken. So ist das, genau. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr, sehr gerne.